Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 177 am Donnerstag, den 25. Mai 2023. Es ist 23 Uhr und wir haben noch 10 Grad Außentemperatur auf dem Campingplatz Ostseesonne an der Ostsee, wie der Name natürlich schon sagt. Ja, ein wahnsinnig schöner Tag ist heute auch wieder rum und ich habe die Sonne genossen, habe aber auch eine ganze Zeit im Wohnmobil gesessen zum Arbeiten, denn es ist tatsächlich nicht so, wie die Werbung das verspricht, dass wir alle als digitale Nomaden draußen in der Sonne sitzen mit unserem Laptop, am besten noch am Strand, weil das ist häufig gar nicht so möglich, ja, weil einfach die Lichtverhältnisse das zumindest mit meinem Laptop nicht möglich machen. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe dann immer die Türen auf und Fenster auf und das ist fast, als würde ich draußen sitzen. Nur ich kann eben vernünftig arbeiten, habe meinen Laptop auf dem Laptopständer, eine externe Tastatur und Maus angeschlossen und so lässt sich's dann auch einigermaßen ergonomisch arbeiten. Und ja, ich bin damit auch sehr zufrieden. Also ich habe gestern, glaube ich, mal draußen gesessen und versucht, noch ein Buch auf dem Kindle zu laden. Das war schier nicht möglich, weil ich sehe einfach nichts, obwohl ich unter der Markise im Schatten gesessen habe. Aber das ist einfach, ja, die Lichtverhältnisse geben das einfach nicht her. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind. Teilt das gerne mit mir. Schreibt mir das gerne, wie da eure Erfahrungen dazu sind. Aber bei mir ist das so. Ja, heute Abend haben wir dann wieder gemütlich zusammen gegessen. Jeder hat seins gekocht letztendlich und vorbereitet und dann haben wir uns aber zusammen an den Tisch gesetzt. Das mag ich auch sehr gerne. Es muss gar nicht immer gemeinsam gekocht werden, sondern jeder macht so seins und dann setzt man sich halt gemeinsam hin und isst dann jeder seine Sachen und tauscht sicherlich auch mal hier und da durch. Ja, und dann haben wir später dann noch bei mir im Wohnmobil gesessen. Es ist einfach wärmer und wir sind ein paar Leute mehr gerade, weil noch Verwandtschaft gekommen ist und dann haben wir heute, jetzt muss ich gerade mal überlegen, mit 2, 4, 6 Erwachsenen und einem Kind hier bei mir im Wohnmobil gesessen. Also das geht alles. Ich kann die vorderen Sitze auch noch drehen und ich habe mich dann auf den Hocker in den Gang gesetzt. Das geht auch sehr gut mal für 2 Stunden. Ja, und so haben wir den Abend nett verbracht. Und jetzt nehme ich gerade noch den Podlog für euch auf, für dich auf und hoffe, du hast da Spaß damit. Und ja, lässt vielleicht mal eine Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcast. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und bei Apple Podcast kann man sogar eine Rezension verfassen. Also wenn du da Lust dazu hast und mir ein paar nette Worte da lässt, freue ich mich natürlich auch. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal noch einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.